der lebt nicht mehr und mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Und das ist die Grundbedingung, um dort einzusteigen. Wenn wir noch Vorbehalte haben, dann machen wir was falsch, denn wir leben ja nicht mehr. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich gebe ihm alles, alles, auch meine Sexualität, meine Partner, alles, alles. Zweitens, das sagt der erste Timotheusbrief, 2, Vers 1, vor allen Dingen zuerst das Gebet. Man kann die Bücher rauf und runter lesen, wie man will. Keine Erweckung, keine Transformation ohne Gebet. Aber das wird anders laufen als das, was wir bislang kennen, dass wir sagen, oh, Donnerstagabend ist aber Gemeindegebetsstunde. Kommt kein Schwein. Kommt 3, 4 Leute und das war's. Die können natürlich auch was bewirken, aber es muss anders laufen. Das Gebet muss so organisiert sein, dass es Alltag wird, dass man heiß drauf ist, dass man sagt, oh, ich will hören, was der Herr sagt. Dass wenn wir zusammenkommen in unseren Hauskirchen, in unseren kleinen Gruppen, dass wir zuerst fragen, Herr, was willst du? Deshalb heißt es ja auch in der Schrift, wir sollen erstmal 2 oder 3 Propheten oder Prophetien für sich sprechen lassen. Dann wissen wir, was ansteht, was Gott will an diesem Tag. Kein Programm mehr. Deshalb machen wir schon verkehrt, dass wir alles feststecken und sagen, wenn wir am Sonntag 10.30 Uhr in die Kirche gehen, dann muss eine halbe Stunde Lobpreis kommen, halbe Stunde Predigt, nach einer halben Stunde werden sie schon nervös, ich muss mich auch beeilen. Ja, so sind wir drauf. Und wo ist dann noch Platz für das Sprechen des Heiligen Geistes? Schwierig, ne? Also, vor allen Dingen zuerst das Gebet. Der Rettungsplan für diese Stadt will erfragt sein. Das wird uns nur stückweise preisgegeben. Fürbitte Gebete für die Nachbarn, Freunde und Bekannte, für die Stadt in den Riss treten. Herr, vergib mir, dass unser Bürgermeister so gottlos ist. Herr, vergib ihm. Komm in sein Leben. Für Schulen beten, für Gemeinden, um Arbeiter in die Ernte bitten und so weiter. Gott will gebeten sein. Er tut nichts ohne unser Gebet. Das ist so. Da kommen wir nicht dran vorbei. Einfach sich Zeit nehmen und auf Gott hören. Und das geht am schönsten in einer kleinen Gruppe, wenn man mit 4, 5, 6 Brüdern zusammen ist. Man muss so richtig diesen Staub vom Boden spüren, dass man sich mal wirklich vor Gott beugt, mal richtig auf den Boden geht und mal spürt, wie riecht der Teppich meines Bruders. Ja, da fängt Gebet an. Und dann wird auch Gott antworten, wenn mein Volk sich demütigt. Auch Plätze einnehmen, die schon vor einigen Jahrhunderten ja von anderen eingenommen worden sind. So in vielen Städten gibt es sowas wie einen Opferberg, einen Tempelberg und so weiter. Einfach mal Gebetsspaziergänge machen mit der Hauskirche und solche Orte wieder einnehmen. Also ich bin ein Fan von geistlicher Kampfführung. Viele verpönen das, ich glaube es nicht. Denn die uns das richtig vorgemacht haben, auch die Afrikaner, die haben es gezeigt, dass das funktioniert. Drittens, wertvolle Zeit miteinander verbringen. Kinders, das reicht nicht, morgens um 9:30 oder um 10:30 im Gottesdienst für 1, 2 Stunden zu sitzen. Vielleicht nochmal einen Bibelgesprächskreis mitzumachen und dann meinen, so läuft's. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wir können nicht 2 Herren dienen. Entweder dienen wir dem Mammon oder dem Herrn. Und viele von uns, und in der Gefahr bin ich ja auch immer wieder, dienen zuerst dem Mammon. Viel Zeit fürs Geld. Aber wenn wir zum Beispiel Hauskirche machen, da wird viel Geld freigesetzt mit einem Mal. Weil wir sowas wie ein Gebäude gar nicht mehr brauchen. Wir treffen uns ja hin und her. Und dieses Geld, das kann eingesetzt werden,
Zum Beispiel für den fünffältigen Dienst, für Menschen, für Beziehungen und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir wirklich auch in der Gemeinde zusammenkommen, auch die Leiter, die Ältesten, ja, der fünffältige Dienst. So langsam ist der einigermaßen zusammen hier in dieser Gegend. Da muss eine Gemeinde komplett neu strukturiert werden. Guckt euch nur mal diese Bibelstellen an, kleiner Tipp von mir. Die Bibelstellen, wo das Wort einander vorkommt. Wie oft kommt das Wort vor, dient einander, helft einander? Guckt euch das mal wirklich an in der Schrift, dann werdet ihr feststellen, das geht nicht mal so eben in einem Gottesdienst. Trefft euch. Ich kann euch jeden nur ermutigen, trefft euch im Alltag. Pflegt Freundschaften. Betet zusammen. Isst zusammen. Haltet das Abendmahl. Könnt ihr zu McDonald's für gehen. Das reicht. Ja? Hauskirche. Das ist der wesentliche Punkt. In einer Gefrieratmosphäre, gucken wir uns doch das mal hier mal heute an, ne, wir halten alle schön Abstand zueinander. Das ist normal, wenn man 20, 25 Leute in einen Saal setzt, mit der Zeit entwickelt sich das so. Wir wollen zwar alle mehr oder weniger mit dem anderen zu tun haben, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das ist wie so eine schlecht organisierte Party. Das müssen wir ändern. Man muss auch nicht immer, wenn man als Christ mit anderen zusammen ist, muss man nicht immer nur in die Bibel gucken, über die Bibel sprechen. Man kann auch normal mal zusammen spazieren gehen, über Gott und die Welt sprechen oder nur über die Welt. Man kann auch normal einfach mal Fernsehen gucken, Sport zusammen treiben, normale Freundschaften pflegen. Und das ist eine Atmosphäre, auf die setzt Gott an. Das ist nicht irgendein Düdelüt, sondern das verlangt Gott geradezu. Er will, dass die Welt an der Liebe der Christen untereinander etwas erkennt. Wo meine Oma zum Beispiel herkommt, da gab es in jeder zweiten Straße eine Hauskirche. Das muss man sich mal vorstellen. In jeder zweiten Straße. Da waren immer kleine Grüppchen von 12, 15, 20 Leuten maximal. Und die haben alles miteinander geteilt, alles. Das will Gott wieder, dass wir nicht nur ein Gemeindezentrum haben, bei dem Wort wird mir immer so schlecht, sondern Gott will in vielen Straßen hier kleine Häuser haben, wo sich 10, 12, 15 Leute treffen und ihren Alltag miteinander bewältigen. Im Gebet, sie gucken ab und zu mal in die Bibel rein, kein Programm mehr, gar nichts davon, null. Auch kein Pastor, der mal vorne steht, auch keine Predigt mit Mikrofon. Ein ganz wichtiger Punkt, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin noch gleich fertig. Ich kann mich gut erinnern, ich habe damals mit meinem Kumpel zusammen in Buxtehude für die Einheit der Christen gebetet. Ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt kaum eine Gruppierung in dieser Welt, die so aufgesplittet sind wie die Christen. Unglaublich. Also Dackelzüchtervereine sind weniger aufgesplittet. Die haben mehr Einheit. Es gibt tausende von Denominationen. Paulus hat immer nur zu den Christen in einer Stadt gesprochen. Die Christen zu Korinth, die Christen zu Hamburg, die Christen zu Harburg, wie auch immer. Ja? Die Bibel kennt das nicht. Und diese fehlende Einheit sind ein ganz wesentlicher Knackpunkt, dass es hier nicht läuft. Gott sucht Familie, er will sich wohlfühlen, er sucht Einheit, er sucht brüderliche, geschwisterliche Einheit. Nicht irgendeine geheuchelte, sondern eine echte Liebe der Geschwister zueinander. Und das geht nur im Alltag, wenn wir uns gegenseitig im Alltag begegnen und helfen. Und für diese Einheit muss man eine Entscheidung fällen. Die können wir schon heute machen. Keine Kritik am Bruder oder der Schwester mehr. Keine. Wenn wir zusammenkommen,
reden wir nicht mehr negativ über den anderen. Keine negativen Wörter mehr. Das geht. Kann man sich zu entscheiden. Das fängt zu Hause in der Familie an. Nicht das Trennende suchen, was wir ja unter den Gemeinden jahrhundertelang gepflegt haben, sondern das suchen, was uns eint. Christus in uns und der Bau seines Reiches hier auf Erden. Fangt an, positiv über den anderen zu reden. Da passieren täglich so viele Fehler, auch bei mir immer wieder, aber man kann eine Entscheidung dazu treffen. Und das ist eine Atmosphäre, das habe ich selbst schon erlebt, wo Gott anfängt, plötzlich Menschen zuzusenden. Er sagt, nicht wir fügen Menschen hinzu, neue, sondern er tut es. Er tut es, er fügt hinzu. Wenn er merkt, da ist eine Gruppe von Christen, die wirklich sich lieben, dann hat er keine Probleme damit, Menschen zu senden. Und das tut er. Fangt damit an. Ich kann mich, wie gesagt, gut erinnern an das Gebet. Ich habe damals mit meinem Kumpel in Buxtehude zusammen, jedes Mal, wenn wir trainiert haben, damals waren wir noch im Bodybuilding-Center immer, da haben wir zweimal in der Woche für Buxtehude gebetet. Und zwar nur für die Einheit der Christen. Nichts anderes. Wir sind also nur zusammengekommen, ne, Sportsachen angezogen, schnell noch einen getrunken und dann gesagt, oh, wir beten nochmal für die Einheit der Christen in Buxtehude. Ich glaube, das haben wir 10 Wochen lang gemacht. So, das ist mein Gefühl, 10 Wochen lang. Und nach 10 Wochen, wir waren zutiefst erstaunt. Wir sind nirgendwo hingegangen, wir haben nicht irgendwo mit den Leuten gequatscht oder so, sondern nach 10 Wochen sind plötzlich die Charismatiker von Evangelikalen eingeladen worden zu predigen, umgekehrt auch. Mit einmal gab es einen Kanzeltausch, die haben sich auch so normal begegnet, auch im Alltag. Mit einmal kamen die Katholiken, das muss man sich mal vorstellen. Die kamen plötzlich und wollten mit uns beten. Gebetskreise haben sich gegründet. Die erste Gebetsnacht wurde plötzlich ausgerufen. Wir waren zutiefst erstaunt darüber. Mit einem Mal, nur durch Beten. Herr, gib Einheit unter den Christen. Das ist ein Gebet, da sehnt sich Gott nach. Das beantwortet er ganz, ganz schnell. Und der katholische Pfarrer, ich weiß ganz genau, dass der, ja, er ist nicht bekehrt, das glaube ich nicht. Also bin ich mir sogar sehr sicher. Aber er hat plötzlich seine Kirche aufgemacht für uns. Und mit einmal haben sich die Evangelikalen, die Charismatiker und noch eine andere Gruppe zusammen mit den Katholiken in der Gemeinde getroffen, in der katholischen Kirche. Und wir haben Nachtgebet gemacht. Da sind viele zum Glauben gekommen in der Zeit. Viele, die noch bis heute dabei sind. Das hat natürlich alles seine Grenzen. Nur Einheit zu sehen, führt dann zu weit, wenn man Christus aus den Augen verliert. Grundbedingung ist schon, dass wir alle zuerst an Christus hängen. 5. Bedingung, sich vom fünffältigen Dienst zurüsten lassen. Gott wird hier, auch in dieser Gruppierung, ganz entscheidende Männer und Frauen herausrufen, diese geistlichen Väter und Frauen, auch die Ältesten. Er wird sie dazu bewegen, ihre Häuser aufzumachen. Er wird den fünffältigen Dienst hier in Hamburg komplett einsetzen. Lehrer, Evangelisten, Hirten und so weiter. Und die werden andere zurüsten, dass sie auch diesen Dienst wahrnehmen können. Dafür wird Geld freigesetzt, werdet ihr sehen. Diese Einheit solcher Kleingemeinden, solcher Hauskirchen, die werden früher oder später diese unsichtbare Welt dominieren. Sie sieht so riesengroß aus, diese unsichtbare Welt, aber in Wirklichkeit ist sie schon lange besiegt.
Es ist eine Leichtigkeit für Christen in Einheit, die in Liebe zueinander stehen, eine derartige Stadt zu überwinden. Es ist leicht. Ich habe es damals in meiner Vision gesehen. Ich will mich dafür einsetzen, diese Gaben hier mit einzubringen. Ich weiß, dass ein und andere Brüder das auch stark auf dem Herzen haben. Aber wir sollten wirklich die Entscheidung treffen, zuallererst uns diesem Herrn und Heiland, der ja selbst sein Leben für uns gegeben hat, sich ihm völlig auszuliefern. Wer möchte das jetzt in einem Gebet machen? Keiner muss sich dazu jetzt gezwungen fühlen. Wollen wir uns ihm völlig aussetzen, ihm völlig ausliefern? Wer möchte das machen heute? Und dann beten wir jetzt zusammen. Wer ist dabei? Das kostet Mut. Das ist nicht so einfach. Ja, möchtest du? Komm, dann beten wir. Wie heißt du? Marita. Herr Jesus Christus, du suchst Arbeiter für die Ernte. Du suchst Menschen, die für eine Stadt in den Riss treten. Herr, und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass Menschen zugerüstet werden, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich will Marita segnen, Herr, dass sie in diese Berufung hineinkommt und dass ihre Liebe für dieses Land, für diese Stadt noch größer wird und dass du ihr hilfst dabei, in ihre Berufung hineinzukommen. In Jesu Namen. Amen. Amen.